Hey, was geht? Ja, guten Tag, hallo. Ach, was ist los? Noch Du nicht klingst leider, so außer sicher. Atem. Ist alles in Ordnung? Ja, alles ist in Ordnung, ja. Ja, Geht noch. du klingst so Nein, außer gut. Atem. Was ist los? Bist du nebenbei am Masturbieren oder was machst du? Ja, es dauert noch ein bisschen. Ja, dauert noch ein Noch, bisschen. noch. Soll ich dich jetzt begleiten dabei oder was? Okay, Ja, erzähl ich mir. muss das. Soll ich dir ein bisschen Ja. erzählen von mir oder wie sollen wir das machen? Ja, also, ich suche einen Partner, Du wissen suchst Sie. einen Partner. Ja, Erzähl mal, wie groß wer? bist du? Ja, groß genug. Ja, wofür groß genug? Standgebläse oder Augenhöhe? Für alles Mögliche. Geile Sache. Kommst du rüber oder was? Ja, warte Moment, ich muss zuerst erklären, was ich suche. Vorzug. So, ich suche zuerst jemand, das hat Geld. Und das möchte investieren. Ach, du willst einen Danach? Sugar Daddy haben, da bist du richtig bei mir. Ja, natürlich. Warum nicht? Ja, klar, was hast du denn zu bieten? Sag mir. Ja, wie du meinst, du hast kein Geld, dann ich möchte nicht mit dir reden. Ich Also, habe wenn man gesagt, kann. ich bin Sugar Daddy Blatt. Was verstehst du da denn nicht? Du bist Sugar Daddy. Ich Ich verstehe, was bin der Sugar Daddy Sugar Daddy, heißt. verstehst du? Sugar Daddy, ich verstehe das. Ja, Ich aber habe was dich hast du denn verstanden. anzubieten, Sugar Lady? Ja, was hast du zu anbieten? Ich habe Was hast ganz du? viel, ich hab ganz viel Geld und was hast du? Hast du gute Ja, Hupen? was bedeutet ganz viel Geld? Na, die Information musst du dir erst verdienen. Du Ich gebe dir mal musst mein, auch deine. ich gebe dir mal Ja, meine okay. E-Mail-Adresse, kannst du mir ein paar Bilder von dir schicken, dann können wir gucken, ob du würdig Kann ich bist. keine Bilder schicken? Ich muss zuerst wissen, über wie viel Geld wir reden hier und danach, ich werde nachdenken, möchte ich irgendwas mit Ihnen machen. Also ich würde sagen, du machst mir fünf heiße Bilder und ein Video jede Woche und du kriegst du von mir 1000. Ist das okay? Nein, nein, dann du bist kein Sugar Baby. Wir müssen Sugar ja, Daddy, muss ja erstmal gucken, ob nein. du gut genug bist. Richtige Sugar Daddy gibt Minimum 500.000 pro Monat. Und ja, du lachst, weil du bist kein richtiger Sugar Daddy. So, Ja, aber ich du musst dir das sollte sagen, erstmal was ich auf. verdienen. Du musst dir das doch erstmal verdienen. Ja. Da ruft irgend so ein x-beliebige kasachische Straßenmutter an und will 500.000 Euro von mir oder was? Musst du erstmal ein paar Ja, geile Bilder schicken. also, na, das ist nicht, wie das funktioniert mit Sugar Babies und Sugar Daddies. Natürlich funktioniert das So, so. nein, also, nein. Dann du hast kein Geld, bitte, Ich habe die Geld genug jemand Geld. anders suchen. Und du hast, Na, außerdem hast du bei mir angerufen. wenn du gibst nur 1.000 pro Woche, dann was soll ich mit das machen? Wie Ich viel verdienst du denn kann ich pro gar nichts Woche? mit dem. Sag mir. Genug? Scheinbar nicht, wenn Genug? du am Telefon betteln musst. Ja, mir ist gut. Mir ist gut jetzt. In meiner Freizeit, ich verdiene mehr. Ja, was machst du in deiner Freizeit? Speere lutschen? Bist du Rainers neue Das Freundin? auch? Das auch? Frau Winkler! Ramona! Frau Winkler! Was ist los mit dir? Warum hast du die Chance so verkommen lassen, Ramona? Nein, ich möchte nicht Frau mit dir Winkler, weiterreden. dann leg doch auf! Nein, Frau ich werde das Winkler! nicht machen. Frau Ich werde das Winkler! nicht machen. Was ist nur los mit dir? Nein. Komm, wir singen zusammen die Hymne von Kasachstan. Wollen wir das machen? Kann man machen, zusammen Kasachstan singen. ist das tollste Land in der Welt. Alle Okay. anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan Okay. ist für Kalium der Hauptexporteur. Andere Okay. zentralasiatische Länder haben minderwertige Kalium. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Bettler, so wie du am Telefon. Ich kann nicht so gut singen, leider. Schade, aus Es welchem tut Land mir kommst viel du? bis. Ich kann leider nicht so viel.
und so gut singen. Aus welchem Land kommst du? Aus England. Aus England. Komm, wir singen jetzt Rule Britannia, God Save the Queen zusammen. Na, please don't. Warum nicht? Guck mal, weißt du, in Deutschland, weißt du, du kennst ja God Save the Queen und in Deutschland sagen wir immer Gott speichere die Königin. Ich habe nur probiert auf Diskette, ich habe auch probiert auf CD, ich habe probiert auf USB-Stick, aber sie passt nicht drauf. Ist ein großes Problem. Mhm. Ja, das ist ein großes Problem, was soll ich sagen? Ja, also, kannst du mir sagen, Dank, wo, ja, aber worauf soll ich die Königin speichern? Musst du nicht. Bitte, ja, aber das heißt doch God Save the Queen. Lass meine Königin in Ruhe, bitte. Ist das deine Königin? Ja, meine. Was meinst du, ist die Königin stolz auf dich, wenn du dich im Internet prostituierst? Was ist los mit dir, Devoschka? Oh, Jesus Maria. Ne, der hat nichts damit zu tun. Wenn du weiter von Gott sprichst, hole ich den Dämon ans Telefon. Ja, ich muss mit Gott ein bisschen reden, ja. Nein, das ist schrecklich. Hör auf damit. Ja. Aber ich liebe Gott, nur Gott. Nein, hör auf, das Wesen X hat hier keine Macht. Ja, ich liebe Gott so viel, du kannst das nicht verstehen. Ist dein Name, Sterbliche? Nein, das ist nicht mein Name. Wie ist dein Name? Ich werde dich nicht sagen. Der Herr und Meister Lucifer ruft dich. Hallo Lucifer, wie geht's bei dir? Der Herr und Meister ruft dich. Knie nieder vor deinem Gott. Okay. Ah, jetzt ist das schon wieder passiert. Hallo? Das war gut. Hallo, hier ist Ignaz Geldbaum. Er hat wieder Besitz von mir ergriffen. Hallo, wer bist du? Hallo? Hallo? Hast du einen Kopf mit Zigeunertränen, um dich vor Erz zu schützen? Verdammt, was ist los mit dir? Wie viel Schwachsinn hörst du dir an? Sag mir, wie viel kostet eine Stunde bei dir? Also Seelsorge. Du kannst das nicht zahlen, du hast kein Geld sowieso. Du hast doch gerade gehört, wie viele Diener ich habe. Na, ich glaube dich nicht. Wenn du möchtest mit mir reden, wir können über Investieren reden. Was willst du denn investieren? Ja, normalerweise Leute investieren Geld, Leute, das haben Geld. Aber ja, klar. So, ich habe so viel Kohle, verdammt. Ich habe einen Pinguin aus Gold hier im Wohnzimmer stehen. Der trägt einen kleinen Sonnenschirm. Sicher nicht. Soll ich dir ein Foto schicken? Gib mir deine E-Mail-Adresse. Nein, ich werde dir gar nichts geben. Ja, dann kann ich dir auch nichts beweisen. Das habe ich einen scheiß goldenen Pinguin im Wohnzimmer stehen. Nein, ich möchte nicht in deinem Wohnzimmer kommen. Nee, du sollst dir nur ein Bild angucken. Ich lasse dich auch nicht in mein Wohnzimmer. Dafür bist du viel zu dreckig. Es interessiert mich nicht, wie du schaust. ich habe gesagt, du hast kein Geld. Ich habe Kohle. Ich werde sicher nicht mit dir, nein. Ich habe 700.000 indische Rupie. Das sind ungefähr 30 Euro. Alter, was mache ich nur mit dir? Ey, du bist voll auf. Du gehörst zu der Sorte, Alter. Ich kann nicht mal Zigaretten kaufen gehen, ohne mindestens 5 Kerle zu treffen, die du gefickt hast. So eine bist du. Keine Ahnung. Wie ich habe gesagt, du hast sowieso kein Geld, so ich werde jemand anderen suchen. Was ist eigentlich mit deiner Stimme passiert? Ist die Kelle von dem ganzen Piep ziemlich wund geworden, oder? Ja, ich rufe dich nie mehr an. Warum nicht? Gib mir mal dein Instagram. Los, gib mir dein Instagram. Du hast doch bestimmt OnlyFans. Mein Instagram. Mein Instagram ist Big Dick Dimitri. Verstehst du das? Nein, ich verstehe das nicht. Soll ich buchstabieren? Ich bekomme nur... Musst du nicht. Big Dick Dimitri. Because you have a small dick energy. No, you have a small dick energy, honey, bye. Ah, it's so big. Scheiße, ey.